Servus, ich bin der Andi und endlich ist sie da, meine neue CNC. Eine ALS 1208, wieder von der Firma Haase. Die alte Maschine, die K2500S, war eine wirklich tolle Maschine. Aber mit der Zeit wurde sie mir doch zu klein. Das habe ich verbockt, denn ich habe sie so bestellt, aber sei es drum. Den Fehler wollte ich nicht nochmal machen und habe deswegen hier mit einer gewissen Reserve geplant und dann auch so bestellt. 1208 steht natürlich für die Verfahrwege 1200 auf 800. Wenn wir schon dabei sind, Z200. Das ist für mich völlig ausreichend und deswegen die Größe. Ja, wieso eigentlich die ALS? Es gab viele Punkte, die dafür gesprochen haben. Zum einen die Spindel, eine 2 kW Spindel. Das fand ich echt klasse, weil die AMB oder Kress Spindel mit 1 kW ja doch manchmal in die Knie gegangen ist. Deswegen finde ich die 2 kW Spindel genauso richtig. Und die X-Führung. Die Schienen sind hier unten drunter montiert und die Arme gehen so halb unter den Tisch. So sind einfach die Wellen geschützt vor Staub. Finde ich klasse gelöst. Was mir besonders gut gefallen hat, ist hier dieser Raster-Vakuumtisch. Dieser Vakuumtisch ist in eine Aluplatte gefräst. Das heißt, es ist nicht so ein Add-on, sondern es ist im Tisch drin. Ich habe schon so ein Brett gefräst mit diesem Vakuum und ich bin absolut begeistert. Man kann sogar durch eine MDF-Platte ein Vakuum erzeugen. Einfach genial. Aber dazu gibt es noch Videos. Ja, was ich auch super finde, ist hier diese Minimalmengenschmierung. Die Dosierung erfolgt jetzt hier über so 2 kleine Pumpen. Und die sind ganz definiert. Also das Kühlmittel kommt ganz definiert aus den Sprühdüsen raus. Ich zeige das mal in der Nahaufnahme. Das sieht absolut klasse aus. Und die Menge, die da eingespritzt wird, ist immer konstant. Wirklich super gemacht. Ja, zum Gestell. Das Gestell habe ich selbst gebaut. Gezeichnet habe ich es mit Thinkercad. Da oben kann man es mal sehen. Der Ursprungsplan war mit nur einer Tür. Nur habe ich mir dann unterwegs gedacht, wie kriege ich denn eigentlich dieses 400-Kilo-Monster hier rein? Deswegen ist noch eine zweite Tür hinzugekommen, damit ich einfach hier die komplette Seite komplett offen frei zur Verfügung habe. Ich habe mir anschließend einen Motorkran ausgeliehen und das gute Stück dann so reingewuchtet. Hier mal ein Foto. Das gute Stück wiegt, wie gesagt, 400 Kilo, der Vakuumerzeuger so 70 und ich schätze mal das Gestell so bei 100. Also da ist echt gut was zusammengekommen. Das merkt man auch einfach an dieser Masse. Ich lasse die Maschine später so ein bisschen fahren und dann kriegt man so einen Eindruck vom Klang einfach, was da für eine Masse dahinter steckt. Also wirklich eine tolle Maschine. Als Software kommt CNC Graph zum Einsatz. Tatsächlich habe ich mir überlegt, so Tutorials zu machen. Wie lege ich den Werkzeuglängensensor an? Wie steuere ich die Pumpe an und so weiter. Aber ich muss sagen, es hat der Herr Bönig in seinen Tutorials so gut erklärt, dass ich gesagt habe, das ist völliger Quatsch. Ich verlinke es mal unten, damit könnt ihr euch die ganzen Tutorials anschauen. Weil wie gesagt, man muss ja nicht alles zweimal und dreimal machen. Lieber zeige ich so Praxisbeispiele. Und das wird auch gleich unsere erste Aufgabe. Ich will als allererstes den Tisch abplanen, damit er schön sauber ist. Und so als kleine Übung so ein Halter für die Spannzangen. Das habe ich schon für meine alte Maschine gemacht. Einfach so als Ablage. Schönes Projekt, einfach und ein schöner Einstieg. Und ich würde sagen, damit starten wir auch gleich. Okay, jetzt zur Fusion. Das soll jetzt kein Fusion-Tutorial werden. Deswegen überfliegen wir das Ganze einfach. Also, wie immer eine Skizze. Das war so ein Holzreststück und die Abmessungen, die waren einfach gegeben. Also mit 375 mm. Habe ich so übernommen und die Kreise hier aufgeteilt auf den Abstand. Dann noch so ein paar Zahlen hinzugefügt und das war es tatsächlich schon. Also das ist ja wirklich nichts Wildes und das Ganze dann extrudiert. Das war die Konstruktion. Jetzt die Fertigung. Wir fangen an mit einer Tasche. Hier kann man schon sehen, den 6 mm Zweischneider von Makita. Zu den Vorschüben. Ich will dir einmal zeigen, wie ich die berechne. Als allererstes, also das machen wir ja mit meiner Excel-Liste, wer die haben will, wie gehabt, Kanal abonnieren und mir eine E-Mail schreiben. Material Nummer 6, also holzweich. Fräserdurchmesser 6 mm. Ich habe 2 Zähne, also 2 Schneiden. Und diesen Wert hier muss ich aus der Tabelle ablesen, nämlich 0,09. Also hier kann man sehen, Durchmesser 6 mm,
0,09. Meine Spindel hat maximal 18.000 Umdrehungen. Ja, ich habe Kugelumlauf und ich werde in einer Nut fahren und nicht in einer Kontur. Zu dem Wert komme ich gleich. Jetzt kann man hier schon sehen, seitlicher Vorschub 3200 und Helix 1080. Jetzt kann man hier sehen, da ist mein Schnittvorschub, mein Helix müsste ja auch irgendwo sein. Also das habe ich einfach so aus der Excel übernommen. Wie man später sehen wird, sieht es auch richtig gut aus. Jetzt zu der tiefen Zustellung. Jetzt sagt Excel, du könntest theoretisch 7,2 mm eintauchen. Ich kenne meine Maschinen noch nicht so richtig, also ist ja alles noch sehr neu. Deswegen war ich einfach ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen moderat durchs Material fahren. Deswegen habe ich es hier begrenzt auf 1 mm. Das ist die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe zu dieser Einstellung hier. Okay, da ist das Werkzeug, die Geometrie, die 6 Taschen. Bei den Höhen habe ich nichts verändert. Bei den Durchgängen, wie gesagt, hier 1 mm. Bei den Durchgängen habe ich auch nichts verändert. Hat nur gesagt, hier ein Rohteilaufmaß von 0,2 mm, radial als auch axial. Und hier den Glättungsfilter und die Vorschuboptimierung. Hier meine ich, habe ich nichts verändert. Ne, das sind alles Standardwerte. Und das sieht dann so aus. Wird mir dann später schön live sehen. Das hier einfach dupliziert. Und Tiefenschnitte und Rohteilaufmaß entfernt. Ansonsten habe ich nichts verändert. Und das sieht dann einfach so aus. Damit wird einfach die Oberfläche nochmal perfekt und sieht einfach besser aus. Wenn man sich einmal diese Vorgehensweise angewöhnt, dann funktioniert das irgendwie schon automatisch. Okay, die Gravierfunktion. Ich benutze hier einen 90 Grad Datsun Gravierstichel. Jetzt kann man sehen, Vorgabeeinstellung. Ich habe nie Einstellungen vorgenommen, das habe ich einfach verschwitzt. Mit 2000 mm ja, hätte man ein bisschen schneller durchs Material fahren können, aber ist halt so. Als Geometrie habe ich einfach den Körper ausgeblendet, die Skizze eingeblendet und dann geht es auch ein bisschen schneller. Da muss man nicht exakt die Kontur treffen, sondern kann einfach diese Skizze auswählen. Aber wenn man das macht, Achtung, ganz wichtig, muss man hier mit den Höhen aufpassen. Denn hier steht als Endhöhe immer ausgewählte Kontur. Das heißt, er würde hier bis zum Boden durchfahren. Deswegen habe ich Modell Oberkante ausgewählt und hier auch Modell Oberkante. Also er darf bei der Modell Oberkante anfangen und darf bis minus 4 mm. Ich betone, er darf das. Das heißt, ich kann es ja hier mal in der Simulation zeigen. Da kann nämlich nicht weiter eintauchen. Kann man das sehen? Nee. Die Spitze hat natürlich einen gewissen Radius. Und wenn er tiefer eintauchen würde, würde er mehr wegnehmen, als ich ihm das vorgegeben habe. Deswegen darf. Also sagt ihm einfach, dass er es versuchen soll. Also er soll versuchen, minus 4 mm einzutauchen. Wenn er es nicht schafft, dann ist es einfach so. Dann reduziert er es selber. Das ist die tolle Funktion von diesem Gravierfunktion. Okay, so sieht das Ganze aus. Und jetzt die Kontur. Bei der Kontur trickse ich ein bisschen. Man kann sehen, hier gibt es ja keine Phase. Also ich gehe nicht in die 3D-Bearbeitung. Wähle einfach die Kontur aus. Und hier mein Formfräser. Ich kann mal kurz zeigen, wie der aussieht. Ja, so ungefähr sieht er aus. Also er hat hier so einen Radius. Und wenn er die Kontur abfährt, erzeugt er mir genau das Negativ dazu. Also eine schöne Rundung. Genau, was ich haben will. Ja, ich habe ihn bei Amazon bestellt. Der hat mir da echt gut gefallen. Ja, das Rot ist mir irgendwie hängen geblieben. Deswegen habe ich es dazu geschrieben. Und hier kann man sehen, ein 6 mm Radiusschneider. Auch hier habe ich vergessen, die Vorschiebe vorzunehmen. 1000 mm ist natürlich Quatsch. Ist sogar unvorteilhaft. Denn wenn der Fräser so langsam durchs Holz fährt, gibt es Brandspuren. Das heißt, hier muss man sogar schnell durchs Material fahren. Also mit 1000 mm ist es doch arg schwach. Geometrie habe ich einfach die obere Kante ausgewählt. Bei den Endhöhen habe ich nichts gemacht. Aber hier bei dem Rohteilaufmaß. Da muss man einfach so ein bisschen spielen. Das ist ehrlich gesagt schwer zu ermitteln, weil es ja so einen Radius hat.
und da können hier 0,2, 0,3 schon sehr viel ausmachen, je nachdem, wo man sich gerade an dem, ich nenne es mal Scheitelpunkt von dem Werkzeug bewegt. Ich habe das so für mich ermittelt, ich habe so etwa 6 Versuche gebraucht und immer wieder simuliert, und dazu muss man den Körper ausblenden, wie das Ganze so aussieht. Habe mir das dann so aus allen Richtungen angeschaut und gesagt, jo, passt. Und immer weiter angepasst. Drehe das mal richtig so. Ja, und das war tatsächlich schon die Fertigung. Machen wir weiter jetzt mit der CNC. Okay, vorbereiten wir jetzt das Werkstück. Hier in der Mitte sind 12 kleine Löcher. Mit diesen 12 kleinen Löchern wird das Vakuum erzeugt, in dieser, ich nenne es mal Zone. Und da, wo wir es hinhaben wollen, das Vakuum, müssen wir es hier mit so einer Dichtschnur einfach abgrenzen. Und das mache ich jetzt. Okay, es ist nun abgegrenzt. Und jetzt schalte ich mal die Pumpe an und dann kann man es auch gleich sehen, wie es schön angezogen wird. Ich glaube, man hat schon in meinem Daumen gesehen, wie fest ich drücken konnte, und es bewegt sich wirklich keinen Millimeter. Also das mit diesem Vakuumtisch ist schon eine echt tolle Sache. Okay, wir sind jetzt beim CNC-Graf. Wenn man die Maschine einschaltet, öffnet sich automatisch das Fenster Referenzfahrt. Das habe ich schon gemacht, deswegen kann man hier diesen Haken setzen, Referenzfahrt beschleunigen, und das machen wir jetzt. Okay, man hat gesehen, die Maschine fährt im Eilgang bis kurz vor die Referenzpunkte und sucht sie dann erst. Kann man aber erst machen, wenn man die Referenzfahrt schon mal durchgeführt hat. Okay, hier oben kann man so ein Lineal sehen, hier unten so ein P. Das hier ist meine Werkzeugwechslerposition und das hier meine Parkposition, denn genau hier wechsle ich mein Werkzeug. Ich habe leider keinen automatischen Werkzeugwechsler, deswegen muss ich das immer manuell vornehmen. Wie man diese Punkte anlegt, muss ich sagen, schaut euch die Videos von Herr Bönig an. Die sind wirklich top. Also da gibt es nichts zu jammern. Okay, die Maschine hat ja die Referenzfahrt schon gemacht. Also fahren wir jetzt den Parkpunkt an. Und jetzt lege ich mein erstes Werkzeug ein. Ein Makita 6mm Zweischneider. Das Werkzeug ist eingelegt. Jetzt gehen wir hier auf diesen Button Werkzeuglänge messen. Man kann sehen, jetzt wird das Werkzeug gesucht. Man könnte diesen Startpunkt, wo man anfängt zu messen, etwas tiefer setzen. Aber ich habe es nicht eilig und dann weiß ich auch, dass da nichts passiert. Okay, die Werkzeuglänge wurde vermessen. Jetzt positioniere ich nochmal das Rohteil. Okay, das gefällt mir so ganz gut. Normalerweise würde ich die Vakuumpumpe jetzt schon einschalten, aber die ist etwas laut und ich habe einfach Angst, dass man mich da nicht mehr versteht. Deswegen erzähle ich zuerst was und dann schalte ich die Pumpe ein. So, ich bin mit der maximalen Geschwindigkeit den Nullpunkt ungefähr angefahren. Ich habe hier so ein Numpad, da habe ich mir ein bisschen was angelegt. Jetzt schalte ich die Geschwindigkeit um auf 5 mm die Sekunde. Und jetzt kann ich so mit diesen Tasten die Maschine verfahren. So, die Y-Achse gefällt mir ganz gut. Speichere jetzt hier mit diesem Button. Dann verfahre ich es etwas. So, auch die X-Achse gefällt mir ganz gut. Ich gehe hier auf X-Koordinate speichern, sage OK. Jetzt gehen wir hier in dieses Fenster, pendeln, fahren bis, sage ich XY-Maus setzen. Und dazu öffne ich jetzt erstmal die Datei, nämlich Desktop. Tasche Makita
Okay. Nicht skalieren und gehe hier auf das Feld Zoom Zeichnung. Jetzt hat er da einfach reingezoomt. Jetzt positioniere ich hier ungefähr in die Mitte. Z soll er nicht verändern. Obwohl es ein bisschen arg tief ist, muss ich sagen. Ja, so ist es besser. Ich sage, verändere mir mein Z nicht, nur XY. Darf es auch ein bisschen schneller fahren und los. So. Ja, gefällt mir tatsächlich nicht ganz so gut. Ich will so mittig vom Schritt sein. Okay, das ist ganz gut, das ist mittig. Ich muss jetzt gleich die Vakuumpumpe einschalten. Ich meine, dass man mich dann auch nicht mehr verstehen wird. Was werde ich gleich machen? Ich werde gleich diesen Werkzeuglängensensor hier auflegen und gegen den Werkzeuglängensensor fahren. Aber das macht natürlich nur Sinn, wenn das Werkstück auch vom Vakuum angezogen wird. Alles andere würde keinen Sinn machen. Deswegen schalte ich die Pumpe gleich ein, vermesse das Werkzeug und dann kann der Job auch schon starten.